gutem Recht darauf hingewiesen, dass es wettbewerbsverzerrend ist, wenn wir unsere marktgängige Lösung vom Back-in-Box-Ventil mit einer zusätzlichen Fallhöhe von etwa 1 Meter abprüfen. Durch die höhere potenzielle Energie haben wir natürlich auch eine höhere Ausflussgeschwindigkeit im Ventil. Deswegen müssen wir den Versuch mit geänderten Randbedingungen wiederholen. Dazu kürzen wir den Schlauch ein. Und passen das Ventil neu ein. Jetzt dürfte die Fallhöhe vergleichbar sein. Dann können wir wieder 1 Liter Wasser abmessen. Präzision ist hier natürlich nach wie vor sehr wichtig. Um die sorgsam abgemessene Menge hernach vorsichtig und vollständig in die Prüfvorrichtung einzufüllen. Zeitmessung nicht vergessen. Und dabei ergibt sich, wie vorhergesagt, eine deutlich längere Auslassdauer. Von aufgerundet 25 Sekunden. Was lernen wir daraus? Wissenschaft lebt vom Nachbohren.